Willkommen auf dem Schrottplatz. Sieht zumindest so aus. Sind eigentlich nur Fabrikruinen. Und da ist der Aufzug. Hat uns doch nicht erschlagen. Also, Portal 2, nächste Runde. Alles gut. Und wir bewegen uns durch einen riesigen Trümmerhaufen. Hier hat was geleuchtet. Ja, was leuchtet denn da? Gibt ja hier kein Licht oder so. Ja, da hinten noch war. Hier nicht. Sieht aus wie der Mond. Man hört sogar das Plätschern. Sieht davon nichts. Immer eine Spiegelung von sich selbst. Lagen Wellen? Das überall. Okay. Das wurde nicht gut gemacht. Aber ich bin keiner, der sich über Einzelheiten aufregt. Ich bin kein Let's Player, der sich eine Kritik ausdenkt. Aber weil es sich gehört und ich das einfach auch nur dann auch von mir geben will, werde ich nach dem Spiel meine Meinung äußern. So wie es sich gehört. Bin ich hier? Oh, achso, ja. Muss ich da? Das ging noch durch. Ja. Wenn ich schon daran denke, was jetzt noch kommt, dann lobe ich mir die Testkammern. Aber zum Glück ist der Teil, der mich nervt, noch etwas hin. Aber hier kann ich mich nicht an genaue Reihenfolgen erinnern. Ich habe übrigens den Ton lauter gemacht. Wenn wer es in der letzten Folge nicht bemerkt hat. Also. Ich werde es aber natürlich wieder runterdrehen, wenn meine Stimme nicht mehr hörbar ist oder. Naja. Dass meine Stimme nicht hörbar ist, wird glaube ich kaum einen interessieren. Würde es aber aufregen, wenn da irgendwo im Hintergrund eine Stimme ist. Man aber nicht versteht, was die sagt. Nicht vergrößern. Wo soll ich meine Hand nicht vergrößern? So, ich soll da nur hoch. Getroffen? Ja. Warning, that's enrichment shaped mail. Ich kann kein Englisch.
Das habe ich aber auch schon oft erwähnt. Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo ein Secret ist? Ich meine, man kann hier die Treppe runter und hier ist nichts. Irgendwas muss hier doch sein. Kann ich auch hin? Kann hier runter gucken? Oh. Hier hätte ich auch so reingekonnt. Ja. Mir ist auch aufgefallen, ich habe schon ein paar Easter Eggs und Secrets übersehen. Aber ich glaube nicht, dass das so tragisch ist. Immerhin geht es in erster Linie ums Spiel und nicht um die Secrets im Spiel. Do not enter. Creep out. Creep out. Creep out. Ich hasse sowas, wo man hochlaufen kann und dann nur wegrutscht. Okay, sorry. Komisch, dass man immer mein Atmen in der Mikro hört. Hört man immer. Moment. Ja, ich bin gerade ein bisschen erkundungslustig. Denn ja, das wäre ein Gesicht gewesen. Oh, dann nicht. Will you press the button? Nö, ich tu's trotzdem. Okay, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Also, hier ist Onkel Dagoberts Geldspeicher. Und unsere Aufgabe ist es, ihn auszurauben. Und mal sehen, ob wir das schaffen. Oh. Hat geblitzt. Und zack. Yay. Oh.
Cool, dahinter ist nur eine Wand. Ich dachte gerade, da läuft was. Dabei war das nur dieses alte Teil von meiner Portalgun. Ich bin in letzter Zeit auch immer sehr schreckhaft, keine Ahnung warum. Guck zu viel Gruselzeug. Hatte ich eigentlich schon mal irgendwo erzählt, dass ich jetzt auch das normale Portal habe? Ich wollte ja eigentlich mit dem Portal LP anfangen. Aber ich hatte es nicht. Darum werde ich das Portal Let's Play nach Portal 2 machen. Hier wusste ich anfangs nicht, was ich machen soll. Ich bin immer hin und her und her und hin und bläh. Bis man denn das gefunden hat. Ich wurde gerade fast von dem Teil erschlagen, wie ihr gesehen habt. Bin noch traurig deswegen. Und jetzt heißt es wieder: The Tremble Even Fly. Und es hat mir rein gar nichts gebracht. Oh, doch. Jetzt kann man ja durch Türen gehen. Tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Also, mit den Tests sind die hier echt abgedreht. Aber es ist einfach nur lustig. Wegen diesen Nachrichten nehme ich es auch in Kauf, dass ich mich doppelt höre. Obwohl mich das mega aufregt.
Ich finde einfach nur die Sätze lustig. Ich habe auch auf Twitter, wo ihr mir gerne folgen könnt, links in der Beschreibung, hat mir jemand gesagt, die englische Synchro ist viel cooler und lustiger als die deutsche. Da habe ich ihm nur gesagt, ja, aber ich bin der englischen Sprache nicht mächtig. Und ich würde gerne auf das reagieren, was dort gesagt wird. Und ich dachte, es leckt gerade, aber nein, ich flieg noch nicht runter. Jo. Ich habe das Portal nicht umgesetzt, oder? Mist. Oh, ich bin ja hier oben. Ja, das ist dann hier. Da bin ich jetzt eben rausgeflogen. Das war nicht sehr toll. Dahin. Machen wir alles kaputt. I believe I can fly. Jetzt haben wir Gel. Wofür auch immer. Da nicht. Da schon. Oh. Das war das falsche Portal. Oh, egal. Also, ja, keine Ahnung. War meine keine Ahnung, eine gute Ahnung? Hoffen wir es mal. Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Ach, ich geh nochmal zurück. Nein. Ab durch die Mitte. Und es geht mal nach oben. Wieder gegen das Mikro gekommen. Und ich habe mal schon wieder so viel Spaß dran, dass ich nicht auf die Aufnahmezeit geachtet habe.
Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Okay. You are here. Und ich wollte gerade sagen, das hier mache ich noch und dann ist Ende. So, fertig. Oh, auf einem Löffel. Das kann man essen? Lecker! Ey! Will essen! Will essen! 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 Ich will das Essen! Essen! Ich will das Essen! Gib mich Essen! Will essen! Essen! Essen. Ich will das Essen. Okay. Ich höre lieber auf. Ich höre lieber auf. Und das war die falsche Seite. Die Hälfte des Parts bestimmt nur aus Bullshit. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja. Wie gesagt, alle haben einander Waffel. Oder hatten. Hier komme ich gerade. Da unten ist ein... Ach, da bin ich hergekommen. Und ja, ich bin dämlich. Hier hatte ich eigentlich keine Probleme. Oder doch? Weiß ich gar nicht mehr. Also hier kann ich ein Portal machen. Problem gelöst. Bis das nächste kommt.
Oh! Kann da ja doch durch. Okay, Vorsicht bei Wänden und so. Zukunft. Jemand da? Hallo? Auskunft? Auskunft? Alle sind tot. Ja, das Telefon auch. Das ist viel schlimmer. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Also, ich unterstehe gerade etwas der Versuchung, da einfach runterzuspringen. Es hat mir rein gar nichts gebracht. Aber ich bin jetzt hier oben. Oder man muss einfach da hoch. Ja. Also, willkommen hier in dieser Testkammer. Wir sind hier. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Und, ja. Das ist jetzt alles, also das ist ja alles jetzt komplett neu für euch. Ihr habt das nie gesehen. Und ja, das findet ihr total interessant, weil ihr das ja noch nie gesehen habt. Und ich bin sogar so gut, ich schaffe das hier in ein paar Sekunden. Soll ich das jetzt nochmal machen? Doch bestimmt total interessant. Und hepp! Nein. Nochmal mache ich das nicht. Oder doch? Nein. Oder doch? Okay. Also ich hatte ja eben gesagt, das noch und dann Schluss. Dann quäle ich euch im nächsten Part weiter. Ciao.